Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bookopolis. Und heute habe ich für euch 5 Bücher, die ich innerhalb von 1 bis 2 Tagen gelesen habe und die von Seite 1 mich total überzeugen konnten, und zwar in der Romance Edition. Ich möchte euch 5 Bücher vorstellen, die mich so überzeugt haben, dass sie einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, und ich möchte euch diese Bücher nahelegen und vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch dabei. Beginnen möchte ich mit dem ersten Buch, was ich hier auf meinem Stapel habe, und zwar ist das Kissing Lessons von Helen Huang. In diesem Buch geht es um die Asperger-Autistin Stella. Und da ihre Eltern sie unter Druck setzen, was Kinder bekommen betrifft, muss sie sich wohl einen Partner suchen. Das Problem ist, dass sie richtig Schwierigkeiten hat, sich auf Beziehungen einzulassen, besonders auf die körperlichen Aspekte. Und da sie das bekannte Sprichwort "Übung macht den Meister" hört, bekommt sie die Idee: Wer kann es mir am besten beibringen als jemand, der Meister darin ist, und entscheidet sich, einen Escort-Service zu engagieren. So kommt Michael ins Spiel. Michael ist ein Escort-Service und wird von Stella gebucht. Die beiden lernen sich kennen und da entsteht das erste Knistern und im Laufe der Geschichte auch eine super, super süße Slow-Burn-Beziehung. Ich habe diese Geschichte super geliebt. Ich war ab der ersten Seite drin. Ich habe das Buch, glaube ich, in 2 Tagen beendet. Und mich hat dieses Buch ab Seite 1 gefesselt. Und manchmal, wenn ich heute dann so einen Liebesroman zur Hand nehme, vermisse ich diese Zeit, dass ein Buch mich so in den Sog nimmt, dass ich nicht aufhören kann zu lesen und es unbedingt weiterlesen möchte. Kissing Lessons war eins von diesen Büchern. Weiter geht es mit dem dritten Band einer Reihe, den man aber auch unabhängig lesen kann, und zwar von Nena Tramontani, Play and Pretend. In dieser Geschichte begleiten wir Bryony. Sie ist eine der Freundinnen von den Protagonisten aus den ersten 2 Bänden. Sie trifft hier in der Schauspielschule auf Sebastian und eigentlich können sie sich gar nicht ausstehen, doch bei einem Theaterstück müssen sie mit gemeinsam spielen. Und so sind sie gezwungen, gemeinsam für das Theaterstück zu üben und lernen sich besser kennen. Und auch da entsteht ein Knistern. Hier hat mir besonders der Aspekt mit dem Schauspiel gefallen. Und ich war von Seite 1 gefesselt und habe auch dieses Buch innerhalb eines Tages durchgelesen. Weiter geht es mit Brittany C. Cherry. Und diese Frau musste natürlich dabei sein. Ich habe für euch hier stellvertretend für Band 1 und Band 2, beziehungsweise für die 2 Bänden der Reihe Dilogie Wie die Stille vor dem Fall, und zwar erstes Buch, und dann gibt es ja noch ein zweites Buch, darauf will ich hinaus. Und zwar handelt es sich hier um Shay und Landon, und das ist eine super, super schöne, dramatische Liebesgeschichte. Und sie zieht sich über die Jugend bis zum Erwachsenensein, deswegen sind es 2 Bücher. Und ich habe diese Geschichte geliebt. Ich habe die Charaktere so in mein Herz geschlossen und habe die 2 Bücher an einem Wochenende durchgelesen. Ich war von Seite 1 begeistert und habe hier auch einige Stellen markiert und im zweiten Band, glaube ich, sogar noch ein paar mehr. Hier geht es um Shay und Landon, und sie lernen sich in der Schule kennen. Die kennen sich aus der Highschool und sind, naja, Feinde nicht wirklich. Ja, doch, sie mögen sich nicht so, aber dann finden sie doch zueinander und es ist einfach super, super süß. Ich will nicht mehr zu der Geschichte sagen, denn bei Brittany C. Cherry darf man einfach nicht viel verraten. Dann muss man sich einfach in die Geschichte reinfallen lassen. Auch ein Buch, was ich innerhalb von einem Tag durchgelesen habe und dann zum Glück der zweite Band auch verfügbar war. Und zwar handelt es sich um Bring Down the Stars von Emma Scott. Und das war mein erster New Adult Roman, den ich gelesen hatte, und der hat mich so gefesselt und ich denke bis heute noch so oft an diese Geschichte. Zuerst, das Cover ist wunderschön und das war auch bei mir ein absoluter Coverkauf. Hier geht es um Autumn, und Autumn weiß nicht, dass die wunderschönen Gedichte, die sie so berühren, nicht von Connor stammen, sondern aus Westons Hand. Sie fühlt auch zu Weston diese komische Anziehung. Aber es ist ja Connor, der ihr diese Gedichte schreibt und mit dem sie dann auch schließlich eine Beziehung beginnt. Doch dann überschlägt sich alles und nach einem Streit mit Connors, also nachdem Connor mit seiner Familie streitet, trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Genau, und super, super spannend. Ich hätte niemals erwartet, was hier am Ende noch passiert, und ich rate jedem, der dieses Buch lesen möchte, auf jeden Fall Band 2 parat zu haben. Denn das war der erste Cliffhanger, den ich hatte, und ich war froh, dass ich am nächsten Tag zu Thalia fahren konnte und mir den zweiten Band direkt holen konnte. Der ist dann auch gerade erschienen
und habe dann auch den zweiten Band an einem Stück durchgelesen. Als letztes Buch möchte ich euch vorstellen Colleen Hoover und Zurück ins Leben geliebt. Eigentlich habe ich jedes einzelne Buch von Colleen Hoover innerhalb eines Tages gelesen, außer Layla, da habe ich ein paar Tage mehr gebraucht. Aber sonst habe ich jedes einzelne Buch innerhalb eines Tages gelesen und ich weiß noch, bei Zurück ins Leben geliebt, da kamen dann abends ein paar Freundinnen zu mir und ich musste sie bitten, mir bitte noch die letzten 20 Minuten Zeit zu geben, dass ich die letzten Seiten noch fertig lesen kann, weil dieses Buch hatte mich auch sofort gefesselt. Ich habe es geliebt. Ich habe es so sehr geliebt. Hier geht es um Miles und Tate. Und Tate zieht zu ihrem Bruder, weil sie, glaube ich, da aufs College geht und ihr Bruder halt in dieser Stadt wohnt. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Und dort trifft sie dann auf Miles. Und Miles ist der Nachbar und guter Freund von ihrem Bruder. Und Miles hat ein Geheimnis und lässt keine Gefühle zu, aber beide haben so eine Anziehung und entscheiden sich, eine rein körperliche Beziehung zu führen. Das bleibt aber alles nicht so und wer sich dafür interessiert, ja, der sollte es auf jeden Fall lesen. Es war super, super toll und ich glaube, es ist auch von Zurück ins Leben geliebt mittlerweile eine Taschenbuchausgabe erschienen, die ein bisschen besser zu den aktuellen Colleen Hoover Büchern passt, vom Cover her. So Leute, das waren die 5 Bücher, die ich euch heute nahe bringen wollte. Komischerweise alle Lila Rosa, aber super, super tolle Geschichten und die wollte ich euch unbedingt ans Herz lesen. Wie geht es euch? Habt ihr einige dieser Bücher schon gelesen oder habt ihr vielleicht das ein oder andere auf dem Sub und seid schon sehr gespannt? Dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann ganz bald bei meinem nächsten Video und ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Tschüss!